So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und Mitreisende. Also, wir sind ja heute aufgekeschert worden, sage ich so schön, von ja, einer Dame aus Berlin, unglaublicherweise, und das in Spanien. Und wie das Schicksal es so möchte, ich habe vor kurzem wieder mit Gott gesprochen. Für mich ist es so, ich spreche mit Gott und meinen Engeln, die mich begleiten, vergebe auch meinen Eltern, bete auch für sie. Und ich glaube einfach daran, weil ich habe einfach so viel Glück, dass ich daran glauben muss. Und mir tut es auch gut. Und ja, heute war wieder so ein bedeutender Tag. Wir sind heute, wie gesagt, aufgefangen worden vor einer Kaufhalle in Iona oder Iowa, wie auch immer, ich spreche es garantiert falsch aus. Ungefähr 24 Kilometer vor dem Krankenhaus, wo wir hin wollten, nach Almansa oder irgendwie so. Wie gesagt, im Moment geht es mein Herz relativ gut. Ich bin im Moment nicht beunruhigt, also muss ich da auch nicht hin unbedingt. Aber es kann sich schnell ändern. Und ja, wir wurden hier heute aufgenommen, durften uns auch mal die Geschichte anhören von diesem Hof, der natürlich sehr bewegte Geschichte hat. Es ist ein Gnadenhof, Gnadenhof Teresa, auch auf Google zu finden. Und wir werden, wenn die Möglichkeit besteht, und wir dürfen natürlich auch ein paar Tiere vorstellen. Hier waren ursprünglich 90 Hunde, 90 bis 100 Hunde und diverse Katzen, Pferde und, und. Aber Monika ist natürlich nicht mehr die Jüngste, schwer krank. Ihr Mann ist schon im Altersheim, auch schwer krank, für die Monika natürlich auch jeden Monat Geld aufbringen muss. 700 Euro fürs Altersheim und die Versorgung der Hunde. Jeden Tag reinigen, da einige Hunde nicht mehr raus können und schon in die Wohnung machen in dem Falle. Und nicht mehr gut, so gut zurechtkommen. Viele haben Krebs, viele haben bestimmte Erkrankungen, teilweise, also eine haben wir jetzt hier vorne schon kennengelernt, die ist blind. Wir kennen noch nicht alle Namen, wir sind heute erst angekommen. Aber jeder Hund hat so seine Geschichte, so ist es nun mal auf dem Gnadenhof. Wir haben hier vorne eine schwarze Hündin, die zeigen wir euch natürlich die Tage nochmal oder mal. Und sie ist sehr, sehr scheu, hat uns aber schon einmal abgeleckt. Wir sind schon einmal mit Würstchen umgegangen und haben die Hunde ein bisschen bestochen. Und habe heute beim Fleischer angefragt, bin nochmal extra in die Stadt gefahren, habe beim Fleischer angefragt, ob wir vielleicht für den Gnadenhof Fleischreste bekommen. Und er hat mir eine volle Tüte Fleisch in die Hand gedrückt und man konnte natürlich mit dieser App DeepL ein bisschen kommunizieren. Und ich habe gesagt, wir sind Radreisende aus Deutschland und sind hier heute auf dem Gnadenhof gelandet. Und natürlich geht es den Hunden zwar gut, aber es könnte jedem Tier hier in Spanien weitaus besser gehen. Und wir haben gefragt, ob sie einfach die Möglichkeit haben, etwas Fleisch zu spenden, und wenn es Reste sind, wenn es Knochen sind, egal was es ist. Und sie haben uns sehr, sehr herzlich geholfen, oder mir persönlich, und haben mir eine schöne volle Tüte Fleisch mitgegeben. Habe ich Monika natürlich gleich in die Hand gedrückt, habe gesagt, bitte packst du erstmal im Kühlschrank für morgen, weil es ist schon sehr, sehr spät heute. Und die Hunde haben alle schon Futter bekommen, also geben wir es morgen als Leckerli. Und da wir die Fremden sind, versuchen wir das morgen mit ja, gutem Fleisch, sage ich jetzt einfach mal, uns bei den Hunden einzuschleimen, weil es sind einige Beißer dabei, einige sehr, sehr scheue Tiere, ängstliche Tiere. Die schwarze Hündin zum Beispiel wurde gebracht von der Polizei, Feuerwehr, wie auch immer, weil sie im Wald gefunden wurde. Angedrahtet an den Pfoten, also wirklich grauenvolle Geschichte. Ja, und Monika ist 74 Jahre, schwer krank, auch herzkrank, hat sehr, sehr viele Krankheiten. Arthrose, was auch immer, Gicht und so weiter. Also die hat wirklich sehr, sehr viele, viele Krankheiten. Vielleicht lernt ihr sie noch kennen, vielleicht darf ich sie mal filmen. Und ja, es ist also wirklich ein Hof, der sehr, sehr viel Hilfe bedarf. Monika kann nicht mehr so viel machen. Sie ist, wie gesagt, 74 Jahre alleine hier. Hat zwar eine Helferin, ursprüngliche Helferin, die auch sehr, sehr krank ist, die ein bisschen abseits von diesem Grundstück wohnt. Und also eine ganz, ganz eigenartige, tragische Geschichte. Und ja, sie hat halt Angst, sie kann körperlich selber nicht mehr so viel, hat halt Angst, was passiert, wenn ich sterbe, was passiert mit meinen Tieren, wie geht's weiter, wer kümmert sich hier drum? Niemand. Es ist wirklich eine krasse Geschichte, wir wissen noch nicht, wie wir darauf reagieren können. Das Einzige, was wir machen können, ist halt vielleicht euch zu fragen, ob ihr helfen könnt, weil hier fehlt es wirklich am Werkzeug, damit wir hier auch ein bisschen arbeiten können. Das ganze Grundstück zeigen wir euch gerne mal, wenn wir dürfen. Hier ist wirklich alles, hier muss mal alles getrimmt werden, gemäht werden und so weiter. Monika hat aber kein Werkzeug mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe. Sie kann hier gar nichts mehr, sie hat wirklich nichts mehr, womit sie hier arbeiten kann. Wir wissen auch nicht, wie wir hier was machen können. Wir können nicht alles per Hand rausreißen. Wir benötigen eigentlich Geld für Werkzeug, für einen Trimmer oder für einen Rasenmäher. Also, Rasenmäher bringt hier, glaube ich, in Spanien recht wenig, weil hier alles so steinig ist. Aber ein Trimmer auf jeden Fall im ordentlichen.
Vielleicht mal für ein paar Leckerlis für die Hunde oder ähnliches. Wenn ihr Bock habt, also wie gesagt, wir machen bald ein Video, wenn wir dürfen, über diese ganzen Hunde. Ich kann euch erstmal die Koordinaten schicken. Ihr könnt ja schon mal bei Google gucken, wenn ihr wünscht, wo wir sind gerade. Und klar steht bei Google Gnadenhof geschlossen, weil er ist geschlossen in dem Falle, weil es wird sich nur noch um den Rest der Hunde gekümmert. Das sind noch ungefähr, weiß ich nicht, 18, 20 Hunde mit Katzen und so weiter und so fort. Und weil, wie gesagt, sie ist alleine. Sie kann sich einfach nicht mehr so viel kümmern. Sie gibt sich aber die beste Mühe der Welt, aber hat auch viele Termine beim Arzt. Hat jetzt immer noch ihren Führerschein verloren, weil er abgelaufen ist. Hat zwar ein Auto, aber kann nicht mehr Auto fahren. Ist ständig auf Hilfe angewiesen. Und dann halt, wie gesagt, die Kosten fürs Altersheim, die man ja auch selber stemmen muss irgendwie. Eine ganz eigenartige Situation. Also, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, wir können fragen, wie der Euro zählt. Ja, es ist einfach so, dass bei dieser Situation auf dem Gnadenhof natürlich immer Paten gesucht werden, Menschen, die dafür interessiert sind, anderen Menschen zu helfen. Und ich denke, wir können ja einiges ermöglichen und helfen, ob wir hier bleiben. Wir wissen es nicht. Sie hat uns zwar eingeladen schon am ersten Tag. Ja, von mir aus könnt ihr hier bleiben. Aber für uns ist es ja auch so eine Frage der Sache, wie sollen wir hier leben? Wie können wir hier leben? Wir brauchen ja auch ein bisschen Geld, Arbeit. Aber ja, vielleicht habt ihr Bock, uns zu unterstützen, oder vielleicht kennt ihr Leute, die nach Spanien reisen und hier unterstützen wollen, die halt mithelfen wollen. Aber wie gesagt, wir brauchen finanzielle Unterstützung in dieser Hinsicht, was halt diese Tiere angeht oder Werkzeug oder ähnliches, Spenden für Werkzeug. Und das wäre erstmal das A und O. Monika kann natürlich kein Werkzeug mehr bedienen, das ist klar. Aber ihr könnt euch, wenn ihr wollt, auf Google gerne mal informieren über diesen Gnadenhof. Eine Bewertung ist schon da, die ist vor 5 Jahren geschrieben worden. Und ich denke, die sagt auch schon viel aus. Und wir sind dankbar, dass wir diesen Menschen hier kennenlernen dürfen. Und es ist natürlich wirklich krass, wie sie leidet hier und wie sie kämpft für ihre Tiere. Und echt nicht weiter weiß. Sie hat uns halt sowas viel Kummer erzählt. Also wir wissen selber noch nicht, wie wir damit umgehen dürfen. Weil es für uns ja auch erstmal richtig schwierig ist, sage ich jetzt einfach mal, sich das erstmal anzuhören und was soll man davon denken? Ne? Also sie ist ja wirklich alleine mit diesen ganzen Tieren. Aber denen geht's gut. Und einige sind, wie gesagt, nicht sehr umgänglich. Aber ich denke, wir kriegen es schon hin. Und vielleicht können wir mit den einen oder anderen Hund auch mal Gassi gehen, ein bisschen für Abwechslung sorgen. Aber so ist erstmal der Stand der Dinge. Ich zeige euch den Screenshot, wo wir gerade sind. Also die Koordinaten. Und vielleicht habt ihr Lust, euch mal auf Google zu informieren. Und wenn ihr Bock habt, ein Spendenkonto etc., dass wir vielleicht Werkzeug holen können. Natürlich zeige ich euch das Video, dass wir das Werkzeug davon kaufen. Ich zeige euch die Rechnung, die Quittung. Das ist alles kein Problem. Aber wenn ihr Bock habt zu spenden, wir blenden gerne ein PayPal-Konto oder Bankverbindung ein. Und wir wären euch wirklich sehr dankbar. Aber wie gesagt, wenn ihr helfen wollt, es kommt vom Herzen. Es gibt keine Verpflichtungen. Aber es ist wirklich nötig. Guckt bei Google nach, wenn ihr möchtet, in Spanien. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Steht. Aber es ist so furztrocken, es muss alles gemacht werden. Wir würden ganz gerne helfen, wir würden gerne was machen, aber uns fehlt das Werkzeug. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hier vielleicht etwas Gutes zu tun, für wirklich einen guten Zweck zu spenden, wie gesagt, wir würden euch die Quittung einreichen, wir würden es online stellen und ihr würdet sehen, dass sich hier einiges verändern kann, aber wir benötigen wirklich eure Hilfe und Werkzeug, wenn ihr die Möglichkeit habt.